das ist hier die Küche. Hier gab es ja Mikrowelle, Ofen und der Abwaschbereich. Das ist echt nett gestaltet mit Bildern hier sogar an der Wand. Und sieht nicht so aus wie so ein Schlachthof wie bei uns manchmal auf den Campingplätzen. Ja, ich werde jetzt einen Kaffee kochen, ein paar Eier kochen und draußen genüsslich meine Brötchen essen. Ja, und so einen netten, überdachten Essbereich haben sie auch. Nice. Oh, da hatte ich wohl zu viel Energie gegeben. Ja, guten Morgen. Ich habe richtig gut geschlafen. Es war total ruhig hier. Ich glaube, ich habe bis 9 gepennt. Und jetzt ist es 10:45. Meine Situation ist die, ist Samstagmittag. Ich muss morgen Abend wieder zu Hause sein. Ich könnte heute zu meinem Auto zurückfahren. Das steht ja bei Zuschauern hier bei Heide und Rainer, südlich von Heiligenhafen. Ja, es wären jetzt 90 Kilometer, abzüglich der Fähre noch mal 20, wären 70 zu fahren. Allerdings habe ich beschlossen, noch einen Tag in Dänemark zu verbringen, weil es einfach, das Wetter ist okay. Und was soll ich zu Hause rumhängen? Videos schneiden? Ja, würde ich schon gerne, aber ich nutze jetzt noch die Zeit. Hatte überlegt, jetzt auf einen anderen Campingplatz zu gehen. Ja, dann kam ich aber auf die Idee, hier mir einen Shelter noch zu nehmen. Das gibt's ja, da gibt es eine ganz tolle App und da habe ich mir eine rausgesucht. Die soll wohl direkt am Meer liegen. Und ja, habe ich jetzt gerade mal gebucht für 4 €. Irgendwie hat mich die Webseite dann auf ein anderes Shelter weitergeleitet. Ich habe nicht genau hingeguckt. Da ist auch irgendwie ein Fehler auf der Webseite. Jetzt habe ich irgendwo einen ganz anderen Shelter gebucht. Aber egal, ich fahre da jetzt hin. Werde auch mein Zelt aufschlagen. Ist ein bisschen günstiger. Mir geht es jetzt nicht ums Geld, aber ich habe keine Lust, in dem einzigen Shelter, der da vorhanden ist, eventuell da mit jemand anderem drin zu liegen. Deswegen schlafe ich lieber in meinem Zelt. Ja, da gibt es wohl auch eine Wasserstelle und ja, ich wollte es einfach auch mal testen und bin gespannt. Ja, deswegen baue ich jetzt gleich alles zusammen. Es sind nur 55 Kilometer, von dem her kann ich mir auch Zeit lassen. Taschen sind gepackt, alles zusammengepackt, die Route ist geladen, die Heringe sind gezählt, sind nur 12 und ja, jetzt geht's los. Es sind nur 50 Kilometer, also ganz entspannt. Ich fahre jetzt los um geschmeidige 12:08 Uhr. Ja, ich denke mal, ich bin um 16 Uhr oder 16.30 Uhr, 17 Uhr, falls ich noch einkaufen gehe, dort. Ja, wunderbar, das Wetter begrüßt mich ja schon. Cool. Auf die kleinen 50 Kilometer. Es geht erstmal so 10 Kilometer an der Landstraße entlang. Aber es ist völlig in Ordnung. Es kommt echt selten hier ein Auto. Und schöne Häuser gibt es ja auch. Aber auch Messi-Häuser. Ja, was ich anfangs mal sagte. Sieht man gelegentlich. Ja, jetzt kommt auch mein Auto. Ja. Ja, falls euch meine Touren gefallen und ihr denkt, oh, das will ich auch gerne mal machen, kann ich euch nur raten, macht's einfach. Also zum Beispiel hier die 50 Kilometer Tour, die ich heute habe, vom Eco jetzt um ein bisschen zu sparen, aber mit dem E-Bike 50 Kilometer, das schafft jeder, der Fahrrad fahren kann. Ja, und macht anfangs erstmal vielleicht eine Wochenendtour. Schaut, was ihr so braucht, falls ihr campen wollt. Klar, man braucht nicht viel eigentlich. Also ich würde mir gar nicht so viel Ausrüstungsvideos angucken.
letztendlich kriegt man dann nur Angst und denkt, oh, das habe ich nicht, das brauche ich, und was man alles bedenken muss. Die eigene Erfahrung ist eigentlich das, was zählt. Jeder hat auch so seine anderen Bedürfnisse. Und klar, man braucht ein Zelt, man braucht eine Isomatte, man braucht einen Schlafsack und vielleicht noch einen Kocher. Aber alles andere hat man eigentlich zu Hause. Oder man kann ja erstmal das verwenden, was man hat, und mal austesten, was man wirklich braucht. Also einfach los, einfach mal testen, sei es mal 20 Kilometer zum nächsten Campingplatz, seine Ausrüstung testen. Und ja, ich kann es nur raten, das macht echt tierisch Spaß. So, habe jetzt inzwischen 20 Kilometer hinter mir und erstaunlicherweise nur 11% Akku verbraucht, obwohl ich wirklich starken Gegenwind hatte. Aber ich habe auch eine Eigenleistung von 55%, immerhin. Bin auch viel im Eco- und Tourmodus gefahren. Ja, nochmal zurückzukommen auf eigene Erfahrung. Meine erste Erfahrung hatte ich mit 13 gemacht. Es war 1980, genau, als Deutschland Weltmeister wurde im Fußball. Da bin ich mit meinem Cousin los und wir hatten ein wahnsinnig schweres Zelt. Es war so ein fetter Gummiboden. Es war ein Fass an Packung. Ja, wir sind da los und haben dann wild, was heißt wild, aber auf dem Fußballplatz irgendwo übernachtet. War ja niemand, der spielte, weil war ja WM. Jo, das war meine erste Erfahrung. Danach habe ich gar nicht mehr, habe ich eigentlich ja noch mal eine Tour nach Ulm gemacht von Haupt aus. Da haben wir dann im Feld gepennt. Ansonsten bin ich eigentlich auch Anfänger seit 2020. Ja, also nicht, dass der Eindruck entsteht, ich bin irgendwie Radreiseprofi. Absolut nicht. So, ich bin wieder in Maribo und hier ist der Bäcker, an dem Anne und Mario waren, den sie mir auch empfohlen hatten. Allerdings habe ich da jetzt kein Bedürfnis nach. Also diese Aufnahme entsteht jetzt 30 Sekunden nach der letzten. Ich lasse mich nämlich zu einem WC navigieren. Und hier soll es wohl eine öffentliche Toilette geben. Ups, wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Ist ja total nett hier. Nach 50 Meter links abbiegen, dann passieren Sie die Toilette. Ja. Ich bin erst mal dran vorbeigefahren, aber hier in dem Haus soll wohl die öffentliche Toilette sein. Wo kann ich denn mein Rad stehen lassen? Jetzt muss ich da wohl mal hoch. Jo, hier ist es. Hier geht die Treppe runter. Ja. Der Vormittag ist gerettet. Ja, von wegen gerettet. Die Toilette war zu. Die war verschlossen. Da, mal gucken, wo die nächste Toilette ist. So eilig ist es nun auch mal wieder nicht. Jetzt mache ich mal ein kleines Päuschen. 25 Kilometer habe ich jetzt hinter mir. Ach, Uhrzeit ist auch egal. Ich habe so viel Zeit. Ja, irgendwie kann man sie aushalten. Die Bank ist total warm. Richtig, die Sonne sitzt halt so. Ja, da ist mir gerade noch eingefallen, dass ich die noch habe. Weiß auch nicht. Eigentlich sonst nicht so einen Bock auf süße Sachen, aber irgendwie in letzter Zeit, in den letzten Tagen schon. Vielleicht brauche ich ein bisschen Zucker. Kann sein.
Ja, ich war auch mal wieder ganz cool, habe das Rad jetzt einfach unabgeschlossen hier stehen lassen, habe natürlich das Display abgenommen. Ja, wer soll das Rad hier innerhalb von 3-4 Minuten klauen? Jo, dann mal weiter. Ist total geschmackvoll da drin eingerichtet und ja, ich denke mal, es lohnt sich bestimmt hier ein Besuch, ja. So, dann fahre ich jetzt mal weiter, mal wieder auf Strecke gehen. Aber es bleibt bitte unter uns. Ich habe mir da eine fast leere Toilettenpapierrolle geklaut, weil ich weiß nicht, ob es bei dem Shelter da Toilettenpapier gibt. Und jetzt eine ganze Großpackung, Familienpackung Klopapier zu kaufen, das erspare ich mir. Also ich bin noch in Maribo und hätte Lust auf Haribo. Haribo gibt es hier auch. Oh, es ist ganz schön windig. Meine Wetter-App zeigt mir 21 Grad an. Aber ich habe echt schon Gänsehaut. Ist doch ein bisschen frisch. Schon überlegt, ob ich meine Jacke wieder anziehe. Ja, bis Rødby sind es, glaube ich, 11 Kilometer oder so. Und Rødby Hafen ist ja auch noch mal, eine halbe Stunde. Ich könnte theoretisch jetzt mit der Fähre zurückfahren. Und wäre am frühen Nachmittag am Auto. Aber nein, ich wollte ja noch mal an einem Naturcampingplatz übernachten. Ja, freue ich mich drauf. So, es geht mal weiter. Da an diesem Radweg. Ich glaube, da bin ich auch rausgekommen. Ich bin gerade ein paar Meter wieder auf dieser Strecke, die ich auch hergekommen bin. Hier geht es ewig lang. Wieder diese Gravel-Strecke. Total schön, aber letztendlich führt sie an Rødby Hafen vorbei und dann weiter noch Richtung Westen. Das kann ich ein bisschen abkürzen. Es wären jetzt 27 Kilometer und ich wähle jetzt aber eine andere Strecke mit 24 Kilometer. Dazu wähle ich einfach einen Zwischenpunkt in meiner App. In meiner App, die OSM End. Meine Zuschauer wissen, dass ich diese App benutze und ständig erwähne. Ja, und dann wären das ungefähr 24 Kilometer und ich muss nicht nochmal die gleiche Strecke fahren, die ich ja bereits kenne. Das wäre meine Strecke hier mit 26,6 Kilometer, die hier unten auch wieder über Rødby Hafen führt. Die Strecke rechts bin ich schon gefahren. So, jetzt plane ich einfach noch ein Zwischenziel. Nein, dazu muss ich einfach nur. Hier suche ich mir irgendeinen Punkt raus. Nehmen wir diese Kreuzung hier, Tag. Navigation als weiteres oder als erstes Zwischenziel hinzufügen. Die berechnete Strecke ist 24 Kilometer lang. Ganz oben haben wir die 15,6, das ist das Zwischenziel, und die 24,4 wären dann die Gesamtstrecke. So, das fahre ich jetzt ab. Ich prüfe das jetzt gar nicht, ich fahre jetzt einfach hinterher. Dazu muss ich jetzt erstmal weiterfahren. Genau. Das heißt noch ein kleines Stück, dann geht's rechts, wieder links und dann wieder rechts. Ja, die Strecke ist halt echt. Zieht sich, kann man schön fahren, aber bietet mir jetzt keinen Mehrwert, da ich sie schon gefahren bin. Jetzt habe ich volle Granate Gegenwind. Ja, auch wenn ich in der Allee gefahren wäre, hätte ich ja irgendwann am Ufer entlang fahren müssen. Oder hätte mir der Wind sicher noch mehr ins Gesicht geblasen. So. Das war total nett mit dem Pferdchen gerade. Jo, ich habe nur noch geschmeidige 13 Kilometer oder wie viel? Ja, 13,5. So langsam kriege ich Hunger. Ich glaube, ich esse jetzt meinen Salat, den ich gestern gekauft hatte. Also Nudelsalat. Der blähte der Deckel schon so ein bisschen hoch. Ich denke mal an, dass er schon anfängt zu gären.
Ja, jetzt baue ich mir erstmal hier gemütlich meinen Stuhl auf, weil der Ecke Eingang in Bank her. Da habe ich keine Bänkle oder auf Deutsch, hier gibt es keine Bänke. Für Zingon, da habe ich jetzt richtig Lust drauf. Ich habe sogar noch Brötchen dabei. Jo, so sieht der Quatsch aus. Könnte man sogar noch warm machen, glaube ich. Aber wird es noch lappriger. Bier habe ich jetzt keins dabei. Macht aber auch mal nichts. Wichtig ist, dass ich Wasser dabei habe. Dann habe ich genügend. Außerdem ist es nicht so heiß, dass man ständig was trinken muss. Dennoch sollte man darauf achten, dass man reichlich Flüssigkeit zu sich nimmt. Ja. Ja, die Strecke ist jetzt absolut unspektakulär. Es geht immer zum Zickzack zwischen den Feldern durch. Aber wie gesagt, Ziel meiner Reise war ja, mir Kopenhagen anzugucken. Und die An- und Abreise ist praktisch hier nur Nebenschauplatz. Dicke Wolke, die ist auch gleich wieder weg. Gleich kommt die Sonne wieder. Ursprünglich wollte ich die Rückfahrt von Kopenhagen gar nicht filmen, da ich zum Teil dieselbe Strecke zurückgefahren bin. Aber man erlebt doch jedes Mal was Neues. Ich liebe Eier. Das ist brutal. Das sind, glaube ich, 50 Stundenkilometer. Wow. Also bei so starkem Wind bin ich auch noch nie E-Bike gefahren. Ist auch mal eine Erfahrung. Ich fahre im Eco-Modus. Ich lasse mir das jetzt nicht nehmen. Will ein bisschen Strom sparen für morgen. Weil ich vermute mal, dass ich heute nicht laden kann. Und wenn nicht, auch egal. Dann muss ich ja treten. Oh, jetzt kommt wieder ein bisschen geschützte Ecke. Oh, wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich das nicht gemacht, aber es ist wie immer gut, dass man es vorher nicht weiß. Aber der Wind ist heftig, es sind ungefähr 50 Stundenkilometer, die hier teilweise einem um die Ohren gehauen werden. Jo. Aber es ist nicht mehr weit, noch 5 Kilometer etwa, das kriegen wir hin. Ja, aber irgendwie hat das doch was. Jetzt kommt der Wind so leicht von seitlich. Und ach, ich genieße es. Ich genieße es trotzdem. Ich habe jetzt mal auf den EMTB-Modus geschaltet und es ist einfach herrlich. Jetzt bin ich in Kramnitze angekommen. Ich merke mir mal Kamikaze, weiß auch nicht. Auf jeden Fall, na, ich bin jetzt hier und der Platz ist hier unten. Da ist, glaube ich, auch hier ein Campingplatz und hier gibt es einen Feinkostladen irgendwie. Jedenfalls werde ich da nochmal mich entversorgen für heute. Ja, ich glaube, das ist direkt am Meer. Ja. Jetzt haben wir hier so eine typische dänische Ferienhaussiedlung. Da müssen wir einmal durch. Ich hätte auch die Straße fahren können. Tja, die haben es nicht so nah an den Strand wie ich. Ja,
und zahle auch keine 4 Euro. 400, 600? Das sind mittlerweile 1000 in der Woche. Keine Ahnung. In der Hochsaison. Was bin ich jetzt wieder in der Sackgasse? Ja, ich bin jetzt kurz vorm Kaufmannsladen. Da geht es jetzt hier rein. Und dann sehen wir weiter. Ja, ich setze mir auf den Bänkle. Wenn schon mal eins da ist, muss man es auch mal ausnutzen. Ja, hier ist der Kaufmann, wo ich dann, ich gucke erstmal nach meinem Platz und dann komme ich später noch mal her. Oh, ich hoffe, dass der Platz nicht so exponiert ist. Aber es wird wohl so sein. Ich werde wohl den ganzen Winter abkriegen. Aber ich habe ja mein Zelt dabei. Aber nicht die Abspannleinen. So, das muss hier gleich sein. Ja, da ist er doch, da steht schon ein Zelt. Okay, der Einzige bin ich nicht. So, die einzig windgeschützten Plätze sind leider schon belegt durch ein Pärchen. Und ich weiß nicht, ob die zusammengehören. Und jetzt muss ich hier mein Zelt hier ein bisschen exponiert aufbauen. Ich baue es so auf, dass der Wind auf die Stirnseite kommt, sodass die Angriffsfläche nicht so groß ist. Ja, ich habe meine Abspannleinen leider nicht dabei, aber dafür halten zumindest die Heringe hier im Sand. Oder im sandigen Boden. Ja, bin mal gespannt, ob das alles funktioniert. Aber erstmal was Neues. Brauche eigentlich nur den Wind halten, aber das ist automatisch aufgeblasen hier. Mal dran steigen lassen. Ah. So, ich denke mal, das wird irgendwie schon halten, zumindest wenn ich drin lege. Ja, jetzt, was für mich natürlich noch von großem Interesse ist, wie sind die Sitzmöglichkeiten für längere Sitzungen? Ja, ja. Vielleicht gibt es da sogar eine Steckdose. Schau ich mal nach. Ist sogar offen. Ja. Riechen tut das überhaupt nicht. Augen zu. Mit Wasser. Cool, hier lässt es aushalten. Hier ist pinkelrinne Toilette. Hey, das ist völlig in Ordnung. Aber Strom gibt es hier tatsächlich nicht, obwohl es Licht gibt. Da oben ist eine Funzel. Da ist eine Steckdose. Da gibt es auch keinen Strom. Und hier geht es direkt zum Strand, wo ich schon mal hier bin. Ja, ist doch toll, oder? Ist mal was ganz anderes. Also man hat hier direkt das Meer, direkt sein Zelt am Meer und was will man eigentlich mehr? Was? Nur schnell genug hinsetzen. Ah, yes. So, jetzt werde ich gleich noch mal zum Laden fahren und Getränke holen. Ja, das ist eigentlich gar nicht so mein Wetter. Dieser Wind. Aber das hat schon sein eigenes Flair hier. Das sieht sicher vom Sofa aus schöner aus. Nein, aber die Luft ist schon toll, also sagen, das muss ich Ihnen sagen. Bin mal gespannt auf die Nacht, ob ich da gut schlafen kann.
Eigentlich sollte man das Meeresrauschen hören können. Jetzt fahre ich noch mal kurz zum Küppmann. Irgendwas noch zu essen besorgen, weil ich habe jetzt praktisch nur noch ein paar Scheiben Käse da. Und sonst gar nicht. Jo, meine Ausbeute. Ich habe mir ja schwer getan, aber dann habe ich letztendlich hier so zwei fertige Brötchen gekauft mit Frikadelle und Ei, Bacon, bevor ich da wieder irgendwelche Reste mit nach Hause schleppe. Ja, hier bin ich ja vorhin noch vorbeigekommen. Das ist hier irgend so eine, ich glaube ein Veranstalter von oder ein Vermieter von Ferienhäusern. Vielleicht frage ich da mal, ob ich morgen mein E-Bike ein bisschen nachladen kann. Ich könnte es natürlich auch auf der Fähre laden, ne? Eine halbe Stunde zumindest. Ja, ich habe noch eine Reichweite von 60 Kilometer. Ich glaube, 70 sind es morgen noch. Ach, da fahre ich im Eco, ist auch egal. Jupp, jetzt mal zurück zum Zelt. So, es ist 19.03 Uhr. Ich werde jetzt wahrscheinlich hier den ganzen Abend im Zelt kauernd verbringen. Aber immerhin windgeschützt. Ja, ich denke mal, ich mache jetzt einen Deckel drauf. Ich danke euch fürs Zuschauen. Und morgen geht es dann zurück mit der Fähre. Und dann weiter über Fehmarn zurück zum Auto. Ich denke mal, ich melde mich dann nochmal. Ja, einen wunderschönen guten Morgen hier von Kamikaze oder wie der Ort heißt. Ja, ich bin jetzt am südlichen Ende von Lolland, 10 Kilometer entfernt von der Fähre, also von Rødbyhavn, genau. Und ich habe super geschlafen. Ich habe jetzt fast 12 Stunden mit Unterbrechung, 2 Stunden Unterbrechung, war heute Morgen 2 Stunden wach, aber fast 12 Stunden durchgepennt. Wahnsinn, die Seeluft scheint mich ja echt fertig zu machen. Na jedenfalls, es ist jetzt 11 Uhr und ich sollte mal zusehen, dass ich so langsam in die Puschen komme. Aber einen Kaffee werde ich mir nicht entgehen lassen. Den werde ich mir noch wahrscheinlich da hinten in dem Shelter machen, wenn ich alles zusammengepackt habe. Ja, die anderen sind gerade alle weg und ja, mir ist es nicht möglich, das Zelt da im Wind zusammenzufalten. Deswegen mache ich das jetzt hier unter dem Shelter. Wie macht ihr das denn? Knüllt ihr das einfach zusammen oder faltet ihr das so ordentlich wie ich immer? Zusammenrollt das zusammen. Also ich packe das tatsächlich auch mit den Stangen zusammen. Immer in die Packung. Damit das alles schön seine Ordnung hat. Hm? Aber schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Mich schon mal interessieren. Ja, ich falte das ja immer so nach Anleitung. Aber vielleicht ist es sogar einfacher, das irgendwie reinzuknüllen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man das aufs gleiche Packmaß kriegt dann letztendlich. Ah, mir ist was Dummes passiert. Ich hatte gestern eine Steckdose entdeckt in dem Häuschen. Da sind ja zwei WCs, ein normales mit einer Pinkelrinne und ein Behinderten-WC. Und das kleine WC haben sie abgeschlossen über Nacht und ich habe mein Ladegerät mit meinen Dampferakkus drin. Und das ist jetzt abgeschlossen. Das ist schon sehr ärgerlich. Wobei die Akkus schon älter sind, die wollte ich eh mal ersetzen. Und das Ladegerät ist jetzt auch nicht so teuer und es ist auch schon etwas älter. Habe ich super verpackt gekriegt. Jetzt passt das da auch immer rein. Also ich hatte noch nie Probleme, dass ich das da nie reinkriege. Zu zweit ist es natürlich ein bisschen einfacher. Aber ich kriege das auch so hin. Ne? Ah, siehst du, passt schon. Ist doch alles überhaupt kein Problem. Zacki, zacki. So, ich muss mal gucken, dass ich loskomme. Heute werde ich eine Rekordzeit aufstellen und zusammenpacken. Es kam doch hier so ein Däne vorbei mit einem alten Passat. Dem habe ich das erzählt, mit dem Akku und dem abgeschlossenen WC. Er meinte, ja, er fragt mal den Typ mit dem Traktor, ob der einen Schlüssel hat. Jetzt fährt er eben schon mit seinem Auto hinterher. Jetzt bin ich mal gespannt. Ja, ich gehe da mal hin. Ja, der war so süß. Der hatte leider keinen Schlüssel ausfindig machen können. Er hat auch missverstanden. Er dachte, ich wollte auf Toilette. Und dann habe ich nochmal klar gemacht, dass meine Akkus da drin liegen.
Jetzt fährt er da hinten hin und fragt da irgendwelche Leute, ob die wissen, wer den Schlüssel hat. Aber ja, die Dänen sind echt, ich habe das schon mal erlebt, wirklich sehr hilfsbereit und mit vollem Einsatz. Also schon toll. Ich muss hier mal zusammenpacken. Ja, kam er gerade noch mal mit seinem Auto angefahren. Tata, ich weiß nicht, wie er das gemacht hat. Geiler Typ. Ja, hier hing mein Ladegerät. Und mit diesem Schalter ließ ich nicht das Licht einschalten, sondern die Steckdose. Ende gut, alles gut. Ja, dann mal los. Uhrzeit verrate ich jetzt nicht. Und ja, ich habe noch mal die Gelegenheit genutzt, meinen E-Bike-Akku eine halbe Stunde aufzuladen. Ja. Ja, sehr schön. War ein nettes Plätzchen. Ich leider ein bisschen zu windig, aber hey, ich habe ja gepennt ohne Ende. So soll es sein. Nach Sonnenaufgang habe ich einfach meine Luke aufgemacht und dachte, puff's mal noch ein bisschen, wenn du kannst. Und dann war es 10:30. Ach ja, jetzt gehe ich noch kurz zum Kaufmann, bring Pfand zurück. Und dann sind es ja nur noch 10 Kilometer bis zur Fähre. Ja, ich habe den Pfand noch mal eingelöst gegen ein Brötchen. Ja, jetzt geht's zur Fähre. Vielleicht trinke ich in Rødbyhavn noch einen Kaffee. Mal schauen. So, das Navi schickt mich hier abseits der Straße in eine Sackgasse rein, die laut Karte direkt am Meer entlang führt. Ich weiß nicht, was das geben soll. Ich teste es jetzt mal. Ich bin absolut entspannt und wenn nicht, dann drehe ich wieder um. Ach, für mich scheint es hier weiter zu gehen. Oder? Nach 650 Metern rechts abbiegen. Tja, ich weiß es auch nicht. Ach, ich fahre jetzt lang. Was soll's. Ja, für solche Passagen, wo ich jetzt gerade mal 9 Stundenkilometer fahre, weil es ohne eben ist, da schalte ich gerne mal den Motor aus. Da habe ich ein bisschen mehr Gefühl in den Beinen. Aber ich habe das Gefühl, ein anderes Gefühl, dass ich tatsächlich da irgendwie nicht mehr weiterkomme. Aber ich schau mal. Ich habe ja so die Zeit heute, je später ich beim Auto bin, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich keinen Stau habe, wenn ich nach Hause fahre. Ist ja immer von der Ostsee nach Hamburg Sonntagabend eine Katastrophe. Ja, da kam ich her. Ja, und jetzt geht's hier auf dem Deich entlang. Ist doch toll. Ja, hier sieht man tatsächlich schon die Baustelle für den zukünftigen Tunnel, der hier lang führt. Wir stehen jetzt hier und hier sind ein paar Erklärungstafeln, was so die einzelnen Baumaschinchen hier für Aufgaben haben. Jetzt bin ich am Lenker hängen geblieben. So, die Fitzi, die kann wohl bis zu 45 Meter tief ausheben. Dann gibt es hier Überwachungsschiffe, Schlepper. Hier gibt es auch noch ein Wachschiff, die gucken halt, dass da niemand in das Gebiet reinschippert. Baggerschiff, der kann noch tiefer ausheben und tatsächlich wollen sie mit diesem Teil den Tunnel ausheben. Oberirdisch sozusagen. Weiß nicht, wie sie es machen, aber wir werden schon wissen. Da gibt es hier noch weitere Gerätschaften. So, meine Fähre ist da hinten. Ist nicht mehr weit. Da gibt es noch Vergnügungspark mit einem riesen Trichter, wo man reingeschleudert wird. Und ich hatte immer noch keinen Kaffee. Ja, ich esse jetzt noch mal schnell einen Hotdog hier auf dänischer Seite. Was hat bezahlt? 65 Kronen mal 7. Könnt ihr euch umrechnen. Der Kaffee kostet auf jeden Fall 5 Euro. Genauso viel wie auf der Fähre. Also hätte ich mir sparen können. Ich dachte, ich könnte hier ein bisschen Geld sparen. Aber auf der Fähre ist es genauso teuer. Ja, hier arbeiten echt viele junge Leute. Also ich schätze mal so 16-Jährige, 15-Jährige. Habe ich ganz viel an den Kassen gesehen.
ist mir früher auch schon mal bei früheren Aufenthalten in Dänemark aufgefallen. War ein bisschen verpeilt. Das hat jetzt bestimmt 20 Minuten gedauert, bis ich meinen Kaffee gekriegt habe und den Hotdog. Naja, was soll's. Ich habe ja Zeit. Fahrrad steht da, ungesichert. So, mit Fahrrädern geht's hier lang. Ist ja irgendwie in die Schlange einreihen, oder wie? So, hat ja immer wieder geklappt. Linie 1 soll ich fahren. Machen wir doch glatt. Thank you. Und wieder das gleiche Spielchen. Wahrscheinlich darf ich als Letzter wieder auf die Fähre. Ja, ich bin mal wieder der Letzte. Ich darf ganz zum Schluss wieder hier durch. Alle anderen eher. Naja, so ist es. So, jetzt geht's auch für mich aufs Schiff wieder. Na, ich sollte noch reinpassen, oder? Jetzt muss ich mir erstmal noch ein Plätzchen suchen, wo ich mein Fahrrad abstellen kann, weil hier steht's mitten zwischen den PKWs. Leiter angeschlossen. Ja, müsste sicher stehen und zusätzlich habe ich es wieder mal mit dem Klettband hier die Bremse festgestellt. Jo, dann geht mein Urlaub jetzt zu Ende. Ich habe noch etwa 35 Kilometer dann zu fahren zu Rheinau und Heide. Ja, war eine schöne Woche, muss ich schon sagen. Oh, jetzt kommt noch mal die Sonne raus, cool. Aber der Wind begleitet mich die letzten Tage. Die Überfahrt kostet ja 19 Euro, hatte ich letztes Mal schon erzählt. Also das Fahrrad kostet auch nochmal irgendwie extra. Aber die sind in den 19, nein, das waren 23, genau. 19 Euro kostet die Person und dann glaube ich nochmal 4 Euro das Fahrrad. An 3 Minuten geht es wieder weiter, sind alle Passagiere schon auf dem Fahrzeugdeck. Aber da ich als Radfahrer sowieso als Letzter von Bord kann, lasse ich mir Zeit. Juhu. Also als Radfahrer kriegt man nur gesagt, dass man als Letzter rein und raus soll. Wo es dann aber genau lang geht, das ist eigentlich nicht so ganz klar. Ich habe auch ein bisschen Angst, dass ich hier irgendwann auf der Autobahn stehe. Aber hier als Tipp, fahrt diesen Border Shop entlang. Da bin ich auch letztes Mal reingekommen, entgegen der Einbahnstraße. Ist hier nicht wirklich gut geregelt für Radfahrer. Aber es war jetzt auch kein anderer außer mir an Bord. Obwohl ich vorhin noch welche gesehen habe, aber hier erstmal einen Pölzer gegessen. Ja, und dann kommt ihr hier an diesem Lost Place Hotel raus. Aber das scheint ja noch ein Betrieb zu sein. Rechts abbiegen. Rechts abbiegen, so. Ja, jetzt gilt es für mich wieder, die aufregend flache Insel Fehmarn zu überqueren, zu durchqueren. Und es sind noch 35 Kilometer. Und die Fehmarnsundbrücke. Und nach insgesamt 50 Kilometern heute bin ich wieder in Gittendorf bei Heide und Rainer und wieder zurück bei meinem Auto. Da steht der Rainer ja schon. Hi. Hallo. Hi. Ja, es sind auch inzwischen wieder 2 Stunden oder wie lange war ich jetzt bei euch? 6, 8, ja, 2 Stunden. Ja.
hier lecker Bier getrunken, natürlich ein alkoholfreies. Und ja, vielen Dank nochmal für die Verpflegung und fürs Aufpassen des Autos. Parken, ja. Fürs Freiparken. Genau. Ich hatte natürlich dummerweise auch noch vergessen, das Schiebedach zuzumachen. Rainer hat das noch gemerkt. Ja, vielen Dank. Aber wie das so ist. Ja, und ihr habt auch vor, noch eine Reise zu machen? Ja, wir haben geplant, am kommenden Samstag in Schwarzwald zu fahren. 950 Kilometer. Okay. Und da sind wir mal gespannt, was auf uns zukommt. Ihr fahrt mit normalen Fahrrädern, ohne elektronische Stützung? Genau, ohne Strom, einfach mit Kettenschaltung und los geht's. Cool, ne? Ja. Ja. Und 13 Etappen haben wir jetzt mal geplant. Mhm. Ja. Ja, sehr gut. Schauen wir mal. Ja, ihr macht das schon. Ja, klar. Ja, dann danke ich euch und ja. Aber gerne. Ja. Gerne wieder. Ja. Ja, jetzt habe ich noch 1,5 Kilometer zu fahren, fahre jetzt an Lübeck vorbei, dann weiter die A1 nach Hamburg und ja, ich kam da fast nicht mehr los. Wir haben uns so gut unterhalten. Die beiden planen ja auch jetzt eine lange Radreise. Finde ich super, immer wieder. Und ja, ich habe es ja jetzt demnächst auch vor. In 3,5 Wochen ist es bei mir soweit. Dann geht es mit dem Zug nach Tübingen wieder und von dort aus startet das, was ich eigentlich letztes Jahr vorhatte, runterzufahren, den Neckar entlang, also hochzufahren, den Neckar hochzufahren und dann Richtung Bodensee, dann am Bodensee entlang und dann den Bodensee-Königssee-Radweg. Und ab München geht dann mein Zug wieder zurück. Da habe ich noch ein bisschen Zeit, mal schauen, was ich dann da noch unterbringen kann. Da habe ich schon einen Plan, aber das werde ich dann entscheiden, wenn es soweit ist. Jo. Dann danke ich euch fürs Zusehen. Mir hat diese Woche total viel Spaß gemacht. Ich kann es nur jedem empfehlen, auch mal Ziele mit dem Fahrrad anzusteuern. Man erlebt auch auf dem Weg einiges und lernt so die Landschaft und die Menschen kennen. Ja, in dem Sinne wünsche ich euch einen schönen Abend und ich danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Matthias.